Hallo, herzlich willkommen zum Waldbauer Schaumburg Vlog. Grüß Gott. Jetzt haben wir die Kalenderwoche 13. Jetzt geht es wieder an das Sägewerk. Die Eiche muss gesägt werden und die Lärche. Das will ich auch noch hinbekommen. Und eigentlich auch noch die Fichte. Vielleicht noch vor der Lärche werde ich noch die Fichte aufsägen, weil ich brauche noch so ein paar Bohlenbretter. Ich habe mich sehr gefreut über eure Kommentare bei meinen Videos von letzter Woche. Und da wurden halt auch noch so ein paar Sachen angesprochen. Ja, was mache ich mit dem Rindenmulch und mit den Sägespänen? Ja, eigentlich soll man ja die Stämme möglichst im Wald schon entrinden. Habe ich jetzt nicht gemacht, oder in dem Fall nicht gemacht, habe ich auch schon, wenn man meine Videos verfolgt hat, habe ich auch entrindet im Wald. Das ist eigentlich die empfohlene Methode. Manchmal geht es halt nicht zeitlich, logistisch. Dann muss ich hier auf meinem Hof entrinden. Warum sollte man Material, was man jetzt auf dem Hof hat, Rinde, Späne, nicht wieder in den Wald zurückbringen? Weil man geht davon aus, dass es halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass dieses Material kontaminiert wird im Innenbereich, das heißt in Unterortslage, durch halt die Gewächse, die in den Gärten und auf den Balkonen halt sind, die halt über den internationalen Handel ja, erworben wurden teilweise, dass man ja nicht steuern kann, was der Nachbar oder was auch immer dort an Pflanzmaterial halt nutzt, wo dann halt die Rinde auf dem Hof kontaminiert wird. So die Annahme über diese Kontamination, das sind ja auch, können Samen sein, können Pflanzenteile sein, es können Pilze sein, es können kleine Tierchen sein, Spinnentierchen und so weiter, die sich dann in diesem Material, dieses Material kontaminieren. Wenn man das wieder in den Wald verbringt, besteht da halt die Gefahr, dass man es aus dem Wald nicht mehr rausbekommt oder dass es sich dort halt invasiv verbreitet und negative Auswirkungen hat. Dafür gibt es eine ganze Menge an Beispielen, die ich jetzt nicht in meinem Wochenvlog drauf eingehen möchte. Das würde ihn sprengen. Aber vielleicht gibt es da nochmal Gelegenheit, ein Special-Video zu machen. Aber da gibt es auch sehr gute Berichte darüber, auch im Fernsehen bei Dreisat und so weiter. Oder Arte, ich weiß jetzt nicht mal, wo es war. Einen sehr guten Bericht über dieses Phänomen der invasiven Einschleppung von Arten und von ja, Pilzen und so weiter, die uns unserer Natur das Leben schwer machen bis unmöglich, die dann in den südlichen Gefilden zum Absterben letztendlich auch der wertvollen Olivenbäume führen und so weiter. Deshalb ist das ein sehr sensibles Thema. Und wer einmal eine Herkulesstaude im Wald hat, der wird bei diesem Thema dann ganz sensibel werden, weil die wieder zu entfernen ist, macht halt keinen Spaß und ist auch hochgefährlich. Ja, es scheint noch die Sonne. Es wurde aber angekündigt, dass heute ja, sogar noch Schnee oder Schneeregen geben soll. Es ist relativ kalt. Ich muss mich für heute auch noch mal ein bisschen wärmer anziehen. Ich wurde noch mal gebeten, auf die Forstgreiferzange einzugehen, wie das ist nun mit dem dritten Steuerkreis bzw. die Umschaltung. Ja, im Hintergrund sind die Vögel, die sind ja schwer wieder unterwegs, die Spatzen, die machen da Action. Ja, die BGU-Zange, die hat halt das Umschaltventil an der Zange dran.
Und da habe ich mir, also damals, wo ich den Schlepper gekauft habe, wurde dann einen Aufwasch gemacht, gleich noch, also der Schlepper, der wird ja dann noch spezifisch vorbereitet, vor der Auslieferung für meine Bedürfnisse. Und in dem Rahmen habe ich auch mir hier die Steckdose anbringen lassen für die Umstellung und das Einhebelsteuergerät, zeige ich euch auch gleich. Da sind zwei Knöpfe vorne dran und diese beiden Knöpfe gehen einmal, ja, was heißt gehen einmal, gehen, ist ein, der erste Knopf ist ja das, der dritte Steuerkreis hier, dass der angesprochen wird. Der zweite Knopf, der ist dann betätigt das Umschaltventil an der Greiferzange. Ja. Also erster Knopf, dritte Steuerkreis, zweiter Knopf, Umschaltventil an der Greiferzange. Das heißt, die werden dann in Kombination dann geschaltet. Na? Erste, dritte Steuerkreis, dann den zweiten noch zusätzlich drücken. Das wäre dann der Rotator. Also der erste nur wäre jetzt öffnen, schließen der Greiferzange, dritter Steuerkreis und zweite Ventil dann halt Rotatorbetätigung. Gut, eigentlich ganz einfach und dann halt rechts, links. Rechts, links, öffnen, schließen mit ersten Knopf, mit zweiten Knopf rechts, links, drehen, Rotator. So. Eigentlich ganz einfach. Ja, die Schraubkupplung, die hatte ich mir auch anbringen lassen, weil sonst standardmäßig halt diese Steckkupplungen waren. Nur ist das halt blöd. Die Schraubkupplungen, die sind halt sicherer. Ne? Dass sie halt nicht aus Versehen dann rausgezogen werden können. Gut. Ah, die Bretter von letzter Woche sind schon gut abgetrocknet. Aber der geübte Holzfuchs, hätte ich beinahe gesagt, der kann schon mit der Hand fühlen, wenn man da dran geht, wie feucht die noch sind. Also sind noch feucht, sind noch nicht richtig trocken. Sie müssen noch lagern. Der Vorteil ist ja, dass das jetzt auch eine trockene Eiche war. Die war ja schon abgestorben. Das heißt, die Trocknungszeit wird sich da noch etwas reduzieren. Vielleicht kann ich da schon nächstes Jahr mit loslegen. Und ja, dies ist ja diese eine Torhälfte, die rechte Torhälfte von innen gesehen. Rund 1,40 Meter breit und 2 Meter hoch. Das ist ja dann der Durchgang, der dann auf einer Höhe nochmal zweigeteilt ist. Die linke Seite von dem Tor ist ja dann komplett durchgehend bis oben hin. Also 2,80 Meter ist ja da die höchste Stelle. Rundbogen. Genau. Und das zeige ich euch dann noch. Nächstes Jahr wird das dann vielleicht ja schon gebaut. Ja,
am Samstag war ich mit meinem Sohn Julian hier aktiv, habe noch ausgeräumt. Und zwar den Bereich oberhalb meiner Werkstatt. Da ist ja noch Baustelle. Da geht es jetzt dieses Jahr auch ran, um ja, das Dach ja auch weitermachen zu können. Ich hatte halt festgestellt, dass um das Dach weiterbauen zu können, muss ich ja erstmal intern ja, die neue Abstützung machen. Weil es gibt halt hier in dem hinteren Dachbereich noch ein kleines Problem, aber da will ich mich mit euch jetzt nicht mit auseinandersetzen in dem Wochenvlog, weil hier geht es jetzt erst nochmal um das Sägewerk. Hier hängen noch meine ganzen Bänder, die hier Sägebänder, die ich noch schärfen muss und wieder aufarbeiten muss. Das wird wieder weiß. So, das war jetzt der letzte Brettschnitt von dem Stamm. Jetzt muss ich auch Mittagspause machen. Ja, es hat jetzt wieder zwei Säcke voll mit Späne gegeben. Ja, 30 Bretter sind jetzt raus geworden. Sind natürlich nicht alle optimale Qualität. Wie gesagt, sind auch welche dabei, mit die schon gerissen sind, die einen Riss haben oder jetzt halt eins, wo noch ein bisschen arg Spindholz dabei ist. Aber auf meine ja, 14 bis 15 Bretter, die ich brauche, die ich kalkuliert habe, komme ich jetzt gut hin. Ja, bevor es jetzt weitergeht, da muss erstmal das Sägewerk nochmal sauber gemacht werden, Band gewechselt werden, sodass es dann auch wieder störungsfrei in den nächsten Betrieb geht. Und da geht es jetzt um die Fichte. Da sieht man mal, wie bei der Eiche, was da für ein schwarzer Schmodder ist. Und die Hände werden auch schwarz. Das kommt durch die Gerbsäure in der Eiche. Also immer schön sauber machen, sonst geht hier das Sägewerk kaputt.
So, jetzt kommen da die Rinde ab. Die fällt schon von selber ab, da ist ein bisschen Rindenpilz drin. Das ist nicht so schlimm. Weil das war ja noch eine frische Fichte. Die ist noch kernig. Also 32er muss ich machen. 32er, damit es Gerüstbohlen gibt hier. Ja, 32,50. 32 cm mal 50 mm. Aber nicht so lang. Wie 3 Meter müsste das sein. Das Reststück ist 2,17. Da machen wir Kanthölzer raus, würde ich sagen. So machen wir das. Also doch nochmal Trennschnitt mit der Motorsäge in zwei Teile. Und aber jetzt muss ich erstmal Feierabend machen. Ist mir schon zu spät. Hallo. Jetzt ist Dienstag. Ja, es ist frostig, schweinekalt, obwohl die Sonne scheint. Und ja, jetzt geht es wieder an die Fichte. Muss ich noch mal rausholen, weil ich sie noch mal abtrennen muss und noch mal passend aufs Sägewerk legen. Ja, jetzt hatte ich gestern schon eine Menge Videomaterial aufgenommen. Leider hat die GoPro da wieder eine Macke, weil der gesamte Ton war weitestgehend ja, gar nicht vorhanden, nicht aufgenommen worden. So ist das halt. So, heute Morgen war ich auch noch mal beim Versicherungsmakler und ja, letztendlich wurden die ganzen Versicherungsverträge angepasst, inflationsbedingt unter anderem. Es wird alles teurer. Ja, das Splintholz, das ist hier schon auch schon arg marode, aber das Kernholz scheint noch gut zu sein. So, jetzt kommt oben noch mal so eine Schwadebohle von 45er weg und dann kommen halt 50er Bohlen.
Ja, so muss das sein. Habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Der Vorabscheider ist komplett voll mit Späne. Und ja, die Haupttonne ist ja, gerade so noch angefangen, sich zu befüllen. Und so muss das eigentlich sein. Der Vorabscheider soll ja die Hauptspänemenge abfangen. So, jetzt mal Pause, nochmal ein alkoholfreies Lamsbräu genießen. Auf mein Bastelkram hier zu Hause. Ja, ich bin ja Kleinstprivatwaldbesitzer, also so roundabout 3 Hektar Waldbesitz. Auch schon traditionell. Und ja, was kann dabei schon rauskommen? Es hängt ja davon ab, wie man den Wald halt bewirtschaftet bzw. wieder angelegt ist. Es ist klar, jetzt ist eine Veränderung da, jetzt ist der Waldumbau angezeigt, also Fichte funktioniert nicht mehr. Aber solange es ja halt funktioniert hatte, wir hatten ja nicht nur Fichte im Privatwald, sondern auch Buchenwaldbestände, Mischwaldbestände. Alles im kleinen Maßstab, aber gut durchmischt. Also auch so dicke Buchen. Nicht nur dünnes Stangenholz, sondern halt vom Holzvorrat immer gut sortiert. Und dann kann dort auch sehr produktiv was raus entstehen. Also ja, es sind ja auch einige Häuser hier im Ort mit Holz schon von meinem Großvater mit gebaut worden. Dachstühle gebaut worden, Deckenbalken gebaut worden. Das eigene Haus ist auch saniert worden mit Holz aus eigenem Wald. Meine Schwester hat ein Haus gebaut, ganz neu gebaut, auch mit Holz aus dem eigenen Wald, wo der Dachstuhl gebaut worden ist. Und so weiter und so fort, lässt sich fortsetzen. Also der Wald, auch im kleinen Maßstab, ist hochproduktiv. Ja, aber nicht im industriellen Maßstab, das ist klar. Aber häufig wird halt der industrielle Maßstab primär angesetzt, um Wirtschaftlichkeit des Waldes zu bemessen. Das ist aber nicht der einzigste Maßstab. Ja, jetzt ist Samstag, jetzt bin ich noch an ehrenamtlichen Tätigkeit. Und zwar mal hier die Kirche, beziehungsweise die alte historische Kirchenglocke. Und diese Glocke soll jetzt hier auf so Steine gesetzt werden, dass sie hier neben dem Kircheneingang noch als Anschauungsobjekt dann ja, stehen kann. Jetzt habe ich es halt mit Hebelwirkung quasi jetzt erstmal passend in die Höhe gebracht. Und jetzt muss ich hier unten noch mal ein bisschen sauber machen. Und dann werde ich die Steine legen und gucken, wie das jetzt von der Auflage her hinhaut. Ja, sieht man, dass die eigentlich zu nah hier am Eingang ist. Die muss jetzt noch ein bisschen darüber gerückt werden. Thank you.
So, jetzt ist er ausgerichtet. Jetzt wird er auf die Böcke gehoben, wird der Unterbau gemacht und dann wieder abgelassen. Ja, jetzt war sie noch verkehrt rum, jetzt muss ich noch mal drehen. Ja, da ist sind schon die Buchstaben abgefallen. Aber jetzt steht sie erstmal da. Vielleicht machen wir nochmal Feintuning. Wenn ich nicht nur alleine bin, dann kann man das nochmal anheben und nochmal ein bisschen noch exakter alles setzen. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, gefällt mir zu drücken. Gefällt. Vergesst nicht zu abonnieren oder Kommentare zu hinterlassen. Das würde mich freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.